Der Senatssaal im Rathaus ist dunkel. Die meisten Senatoren sind im Feierabend nach stundenlangen harten Verhandlungen über den Haushalt. Wer bekommt was nicht? Definitiv nichts Definitives ist darüber zu erfahren. Der Finanzsenator fasst das Ganze leicht unkonkret zusammen. Heute haben wir ja nur im Prinzip Themen gesammelt, wir haben Problemfelder nochmal beschrieben, wir haben aber auch schon Lösungsvorschläge vorgeschlagen, die auch positiv angenommen worden sind. Insofern sind wir auf einem guten Weg, aber noch nicht zu Ende. Aber sowas wie Problemfall Bildung oder Problemfall Wirtschaft, das mögen Sie mir heute nicht verraten. Das mag ich heute nicht, weil jeder andere wird dann sagen, warum sagst du das Thema und das andere nicht, und das kann ich nicht machen. Ein bisschen Konkretes gibt es doch. Bereits gestern sollen die Staatsräte über einen neuen Topf im Haushalt gestritten haben. Das sogenannte Handlungsfeld Klimaschutz. 30 Millionen Euro sollen für 2020 bis 2021 zur Debatte stehen. Doch eine Einigung hat es offenbar auch heute nicht gegeben. Das Thema Klimaschutz ist ein Schwerpunkt, genau wie Kinder und Bildung und auch wie viele Arbeitsmaßnahmen. Und da wird was passieren, aber ich kann Ihnen noch nicht genau was dazu sagen. Die Senatoren haben heute jede Menge Hausaufgaben mit in den Feierabend genommen. Dennoch spricht vieles dafür, dass sie am kommenden Dienstag, nach weiteren Verhandlungen, einen Haushaltsvorschlag beschließen können.